Ich liebe das Informationszeitalter. Guten Morgen! Ich möchte euch heute anhand des gravierenden Beispiels von Aldi eine Seite empfehlen, die ihr immer mal regelmäßig checken solltet, wenn ihr nicht ausschließlich Rohkost oder rohvegan unterwegs seid und immer mal auf abgepackte und auch auf fertige Produkte zurückgreift. Ja, ich weiß, ich habe Donnerstag angekündigt, heute eine interessante Neuerung in meinem Leben anzukündigen. Aber aktuelle Geschehnisse gehen vor und entsprechend gibt es das Video, was ich angekündigt habe, morgen zum Sonntag. Also, wir alle gehen irgendwo davon aus, dass die Ware in den Lebensmittelläden, wo wir einkaufen, zwar nicht immer zwangsläufig gesund ist, aber zum einen lecker schmeckt, aber dass sie wenigstens uns nicht akut massiven Schaden bringt oder uns sogar umbringt. Aber das ist immer mehr der Fall. Wie auch der aktuelle Fall um Aldi beweist. Aldi hatte tagelang eine Mettwurst im Verkehr, die mit Salmonellen verseucht war. Wer das nicht kennt, Salmonellen sind grob gesagt einfach Bakterien mit einem hohen Virulenzfaktor. Also quasi Virulenzfaktor, das ist die Kerngröße, die krankmachend ein Mikroorganismus ist. Salmonellen sind zwar Bakterien, sprechen aber so gut wie gar nicht auf Antibiotika an. Was sie natürlich noch gesundheitsgefährdender und noch gefährlicher macht. Gerade bei geschwächten Menschen in schlechter seelischer oder körperlicher Verfassung endet die Krankheit für über eine halbe Million Menschen jährlich mit dem Tod. Salmonelleninfektion. Daher ist diese Krankheit auch in Deutschland meldepflichtig. Im aktuellen Fall wurde dann eben sofort kontrolliert und nachgeforscht und dann ist man eben schnell auf diese todbringende Mettwurst bei Aldi gekommen. Das Problem bei den Salmonellen ist, dass sie eben auch außerhalb von Tieren und von Menschen lebensfähig sind und nur bei Erhitzung über 75 Grad für mindestens 10 Minuten erst sterben. Einfrieren hilft gegen Salmonellen überhaupt nicht. Das ist ein Ammenmärchen. Hört da nicht drauf. Einfrieren hilft nicht. Also wer diese Mettwurst zum Beispiel eingefroren hat, der sofort wegschmeißen. Und natürlich auch wenn er sie noch im Kühlschrank hat, sofort wegschmeißen. Millionen Menschen kaufen täglich bei Aldi ein und sicher Hunderttausende sind auch der Mettwurst, die da liegt, nicht abgeneigt. Die Auswirkung dieser Salmonellenverseuchung, die wird man wohl erst in den nächsten Tagen oder Wochen feststellen können. Je nachdem wie Aldi reagiert hat. Ich habe da selber jetzt keine konkreten Zahlen, sondern berufe mich da auch nur eben auf die entsprechenden Medienberichte. Generell befinden sich Salmonellen vorwiegend in tierischen Produkten, wie zum Beispiel in Eiern, in Geflügel und auch im Schwein. Aber auch zum Beispiel im abgestandenen Wasser fühlen sich Salmonellen wohl, die eben halt in irgendeiner Weise zum Beispiel tierisch kontaminiert sind. Also seid euch als Veganer nicht zu sicher, nicht auch irgendwo mal Salmonellen in Kontakt zu kommen. Ja? Also das ist ein Problem, was auch alle betrifft, aber vor allem natürlich die Leute, die tierische Produkte konsumieren. Wer körperlich und geistig gesund ist, der kann wiederum Salmonellen viel, viel besser ab und natürlich auch viele andere Bakterienarten und Viren, die den Menschen befallen. Das ist quasi wie so eine natürliche Auslese. Wer sich um seine geistige und körperliche Gesundheit nicht kümmert und nicht Ja zum Leben sagt und lieber irgendwo vor sich hinvegetiert, rummault und unzufrieden mit dem Leben ist, der wird eben durch das Leben selbst aussortiert. Zumindest steigen die Chancen nach Einschätzung der Wissenschaftler rapide an, dass Bakterien und Viruserkrankungen großen Schaden verursachen bis hin zum Tod, wenn man nicht in bester geistiger wie körperlicher Verfassung ist. Aldi hat natürlich logischerweise das Produkt sofort aus dem Verkehr genommen und man kann die Wurst, wenn man sie gekauft hat, natürlich auch wieder zurückbringen zum Aldi oder das Geld zurückfordern. Aber hier ist echt die Informationsgesellschaft wirklich ein Segen und in dem Fall explizit möchte ich euch eine Seite vorstellen, die ich auch unten verlinkt habe. Allein in den letzten 3 Wochen hat man folgende Produkte erfasst und so schwere Erkrankungen schneller in ihre Ausbreitung eindämmen können, nämlich für die Menschen, die immer mal auf die Seite schauen. Freilandeier der Firma Axvitalis GmbH, die große Supermärkte in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen, dem Saarland und auch Thüringen beliefern, die hatten die Campylobacter, die hatten die auf der Eischale drüber. Weizengraspulver von Hanoyu war mit E. coli Bakterien kontaminiert. Also ne, veganes Produkt, also seid euch da nicht sicher. Der bekannte deutschlandweit vertriebene Rohmilchkäse aus Frankreich, Volancé,
war ebenfalls mit Kolibakterien verseucht. Alles in den letzten 3 Wochen. Ne? Die abgepackten Hähnchenfilets hatten deutschlandweit Bakterien der Form Listeria monocytogenes vorzuweisen. All diese Produkte wurden mehr oder weniger schnell auch wieder aus dem Handel genommen, weil eben unsere Informationsgesellschaft Informationen von einem Verbraucher, der daran stirbt, der daran erkrankt, direkt sozusagen weitergeht. Da kommt das Gesundheitsministerium, wie jetzt bei den Salmonellen, weil es ja meldepflichtig ist, und das geht rasend schnell durch. Netz, ne? Also von daher wunderbar Informationsgesellschaft, richtig, richtig geil. Eine Information, die gestern noch ganz secret irgendwo bei dem Händler war, am nächsten Tag sie komplett in allen Haushalten dank des Internets in Deutschland abrufbar. Richtig, richtig geil. Aber man muss natürlich wissen, wo es steht. Und daher, wie gesagt, heute auch das Video, das finde ich so richtig, richtig wichtig. Und der Link unten bezüglich eben, wenn Lebensmittel in Deutschland gefunden werden bei entsprechenden Märkten, wo man sofort die nicht konsumieren sollte und ja, eigentlich wirklich täglich mal reinchecken sollte. Gerade wenn ihr auch irgendwie mal ein Fertigprodukt kauft. Und es sind, ich sag's immer wieder, nicht nur tierische Produkte betroffen. Da gibt's glutenfrei deklarierte Produkte, wo plötzlich Gluten in den Produkten auftaucht und entsprechende Glutenallergiker plötzlich hier, weiß nicht, Pickel kriegen, umfallen, tot sind, keine Ahnung. Oder Nüsse, die mit Aflatoxin belastet sind und auch entsprechende Reaktionen hervorrufen und so weiter. Einfach mal jeden Tag, 1-2 Sekunden, mehr ist es nicht. Kurz checken, ist was Neues, was ist es, gut ist. Und eventuell entdeckt man auch Produkte, wo man weiß, dass diese Produkte von Freunden konsumiert werden oder von Bekannten und kann diese dann warnen. Ne? Weiterhin entwickelt man auch ein gesundes Gefühl, bestimmte Firmen zu meiden, die immer wieder in der Liste auftauchen. Irgendeine GmbH, die halt wirklich regelmäßig im Jahr immer mal irgendwie kontaminiertes Zeug auf den Markt schmeißt. Ne? Also da entwickelt man auch ein gutes Gefühl dafür. Und ja, entsprechend, ich kann es nur wiederholen, eine absolute Empfehlung, diese Seite immer mal aufzusuchen. Und ja, und dann eben wie jetzt in dem Fall Aldi mit ihrer verseuchten Mettwurst da nicht den Sachen zu unterliegen. Also Augen auf beim Lebensmittelkauf. Ich wünsche euch alles Gute, bis morgen, und morgen dann gibt's dann auch die Information, was sich in meinem Leben geändert hat. Ziemlich geile Änderung. Macht's gut, euer Christian. Ciao.